Welcome to Life in the Woods mit dem Gitzel-Onkel. Was? Hallo. Und dem Schneggerl. Hallo. Boah, geil. Also wenn ich so auf das Haus gucke, auf eure Almhütte, da denke ich immer so an... diese Trompetengeräusche. Und dann die komischen Zupfgeräusche. Kling, kling. Ja, Volksmusik halt, ne? Weil, was sagst du eigentlich zu meinen Steinen obendrauf? Du kennst doch die Almhütten, die haben doch manchmal so die richtig krassen Urigen, die wirklich auf dem Berg sind, die haben dann so Steine obendrauf liegen, damit es die Holzbretter nicht wegfliegen. Ja? Hm? Und das versuche ich da gerade so ein bisschen nachzuvollziehen mit den Steinen, die da drauf sind. Oh, sieht halt aus wie Hagel gewesen und hat Löcher reingehauen. Ich finde es cool. Ach, und übrigens, Schneggi, geil. Die Seitenwand ist echt geil geworden. Ich muss da gar nicht mehr viel verändern. Ach nee, echt? Ja. Aber ich wieso bringe ich jetzt gerade keine Fackeln in die Laternen rein? Fackel des Zimmermanns. Ah, ich habe die falsche. Ist okay. Ja. Passt schon. Wenn ich jetzt hier so von dem Blickwinkel sieht die Almhütte, wo wir gestartet haben, war die Almhütte irgendwie, sah die riesig aus. Aber hier von hier, ja. Von dem Blickwinkel geht's. Ja, naja, weil das ist natürlich die Proportion, wenn man direkt davor steht, ist es natürlich echt riesig, aber das Haus selber, es ist Minecraft, wenn du in Minecraft, jetzt fängt schon wieder das Schiff an, ist auch klar. Wenn du in Minecraft irgendwie was realistischer bauen willst, also von den Abmessungen her, dann wird es immer riesig. Siehst du mich? Ja, stehst du oben am Balkon. Ja. Hier sind wir. So, auf jeden Fall, haben wir dann... das Haus von meinem Sohnemann. Ja, das Blättermeer. Ja. Yeah. Ja, das habe ich fabriziert. Wie jetzt? Ich hab gedacht, das wäre die Idee vom Justus gewesen. Nee, war es leider nicht. Aber es macht nichts. Okay. Dann lass uns mal weiterlaufen. Er hat es ja unterstützt. Weil wir wollen ja auf jeden Fall zu Binas Haus. Da warten sie ja schon alle drauf. Richtig. Bei dir. Boah, ich bin jetzt gerade wieder in die Spinnwebe gelaufen. Ich auch. Das ist wieder Markus' Werk. Ja. Hat was Stylisches, aber geht einem auf den Sack, wenn man drin hängen bleibt. Hier wird man auch irgendwie gebremst. Hier sind aber alle Spinnweben. Nee, aber von den komischen Reben, die hier an den ganzen Wänden sind. Echt? Hast du das gemacht? Ja, die habe ich gemacht, weil ich es so langweilig fand. Okay. Warum? Findest du nicht gut? Naja, muss man ein bisschen unterbrechen. Also ich kann dazu nur sagen... Wenn ich so ein bisschen lang laufe, wird es schlecht. Oh, können wir langsam hier rausgehen? und hier? Wie lange ist das noch? Sorry. Boah. Okay, jetzt hab ich vom Maus verrückt. Hä? Jetzt sind wir doch wieder in der... Genau, im Lager. Ey, der Pinguin ist langsam am Abhauen. Der ist schon im Lager. Der ist schon im Lager. Ja, der läuft immer rauf und runter. Lass mal. Abhauen? Ja, aber irgendwann läuft er durch deinen Tunnel hier und dann ist er... Nein, der haut nicht ab. Der ist an mich gebunden. Ist der Pinguin, gehört damit zu Life in the Woods oder habt ihr diesen komischen Mo Creators Add-on? Nee, der gehört zu Life in the Woods. Okay, weil ich habe nämlich auf meinen Singleplayer dieses Mo Creators Mo Creatures. Genau. Aber da muss ich sagen, das werde ich wieder runter machen, weil ich habe ja auch diese Waffenkammer. Cool. Ich habe ja auch gedüngte Dings, wie heißt denn dieses gedüngte Feld hier, wie heißt denn die Kacke? Na, weißt du, ne? Das aus der Garden Soil. Genau, das habe ich. Und da sind Maulwürfe und die machen trotzdem diese ganzen Sachen kaputt. Das ist ja mies. Aber pass mal auf, hier muss ich dir eine witzige Geschichte erzählen. Siehst du hier oben dieses Blümchenband von Kopf? Ja, ja. Wenn man sich das aufsetzt, laufen einem alle Viecher hinterher. Echt? Gänse, Heuschrecken, diese komischen Würmer,
Kühe. Und vor kurzem war mal die Biene damit unterwegs und Schnecki hat sich total kaputt gelacht, weil ständig irgendwie die ganzen Horden von Viechern hinter der Biene her waren. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Oh, wer ist denn da? Der Markus. Ja. Markus. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Kommst du jetzt endlich auf den Server drauf oder nicht? Ich hab die CDs noch da. Nee. Ich kann dir auch mal gleich mal vorlesen, was bei mir steht. Das ist nämlich ganz kurios. Okay, erzähl mal. Aber bitte nicht den Server-Passwort vorlesen, weil wir sind gerade in der Aufnahme. Ich meine die Server-Adresse. Nein. Okay? Du musst noch einen Aufnahme-Channel aus dem Erstellen, du Held. Ja, muss ich noch machen. Aber ist ja wurscht, du darfst ja gerne in die Aufnahme reinplatzen. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Ach, ich drücke jedes Mal die falsche Taste. So, jetzt gehen wir hier durch den Hordetunnel. Mhm, okay. Ah, auch die perfekte Musik gleich erwischt. Aha, ja, ich höre nichts. Ja, ich weiß. Dafür höre ich was. So, Markus, erzähl. Ja, Moment. Cool, warte mal, eine Spinne. Ein Skin. Also. Ich hab die Daten so eingegeben, wie du möchtest, ne? Wie ja. Wie du gesagt hast. Servername ist ja scheißegal, wie ich den nenne. Ja. Und wenn ich da drauf drücke, also wenn ich dann akzeptiere diesen Server. Ja. Und dann steht da can't resolve hostname. Okay. Also auf der Whitelist stehst du eigentlich? Ja, das ist ja egal. Er kann mir ja nicht mal anzeigen. Boah, ich muss jetzt einfach mal erst sagen, wie geil sieht das denn aus mit dieser komischen Wiese hier davor? Ja, die Lavendelwiese, deswegen habe ich auch das Bauernhaus da oben hingebaut, damit man einen schönen Blick auf die Lavendelwiese hat und theoretisch habe ich verboten, auf der Lavendelwiese zu bauen, aber es haben schon zwei Leute ignoriert, was auch gut so ist, weil ich ja gesagt habe, es wird nichts mehr verboten, jeder darf machen, was er will. Okay, dann baue ich mit TNT ein ganz großes Schiff. Der Markus da, ey. Wie er gleich wieder zuhört hier. Mit so. Ganz großen Ohren. Oh ja. Erstmal gucke ich zu den Brunnen. Ich möchte auch noch Server Resource Pack Prompt Enabled or Disabled. Aha. Das ist aber scheißegal, ne? Nee. Weiß ich nicht. Wie kommst du da jetzt drauf? Weil es dabei steht, wenn ich auf Edit gehe. Okay. Eukalyptusbaum, aha. Oh, schön. Nee, ich gehe vorne zum Eingang rein, weil hier hinten ist schon wieder irgendwas, was man sich noch angucken kann. Das lass mal den Onkel mal ein bisschen erzählen. Ich habe hier, so hab hier den Cetus verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade vorne. Ich bin weg. Ich bin jetzt gerade hier vorne beim Brunnen. So, also es ist ja episch gerade die Stelle. Das ist ja wahnsinnig cool. Ich würde jetzt am liebsten in jeder Aufnahme mich vor das Schloss stellen und als Thumbnail benutzen. Okay, ich werde jetzt einfach mal reingehen. Guten Tag. Ich werde es der Biene berichten. Okay, ich fand es auch so cool. Ach, ein Hund hat sie sogar. Ja, mei. Käse. Der Käse. Das ist ihr Real-Life-Hund. Aha. Also heißt in Real Life auch Käse. Aber, ach, das sind mehrere Gebäude. Ach so. Ach, nee, doch nicht. Hä? Es regnet da rein hier. Ah, ja, aber ich habe nämlich auch gedacht, das wäre irgendwie das Wohnzimmer. Dabei ist es der Innenhof. Ne, eben, habe ich jetzt nur auch gerade. Nur so als kurze Info. Hier ist die Küche. Alter Schwede, aber das ganze Pink, da würde mich schon irgendwie... Das erinnert mich an den langen Gang, den wir gerade lang gelaufen sind. Weil ich ein Mädchen bin. Also die Biene hat gesagt, sie hat es, darf man das in der Aufnahme sagen, Disney World nachempfunden? Ja, wieso sollte man das nicht sagen dürfen? Ja, weiß ich ja nicht. Kann es sein, dass sowas verboten ist? Ja, komm. So, okay, ich bin jetzt hier gerade, ich hoffe, ich kriege auch alle Räume mit. Hier unten, das ist alles irgendwie so... Also sie hat voll Geschmack, muss ich sagen. Ja, die Biene. Das passt alles farblich total überein hier.
eine Meister-Minecrafterin. So, jetzt gehen wir mal ein oberes Stockwerk hier. Da geht es nämlich hier so hoch. War alles irgendwie allerdings, Barbie. Allerdings, auf dem letzten Server hat sie ja dann nicht mehr so mitgespielt am Ende. Und es lag einfach da dran, weil sie nicht so bauen durfte, wie sie das wollte halt. Deswegen habe ich ja auch jetzt das aufgehoben, damit mir nicht die Leute davon rennen, wenn sie Bock haben, im Game Mode zu bauen, sollen sie das machen. Wenn sie Bock haben, sich irgendwie so einen komischen viereckigen Klotz hinzubauen, dann sollen sie das auch machen. Gell, Markus? Du kannst mich mal. Ah, hier kommt man hoch, okay. Der war gut, Markus. Aber Chris, es ist Wahnsinn. Ja nicht so schlimm. Immerhin bauen wir nicht alle im Game Mode. Gell, Markus? Da bekommt man halt bloß einen Klotz hin. So. Nee, der Markus baut übrigens auch im Game Mode. Also mal. Ja, aber auch nur, weil du gewiped hast, du Sack. Ja. Meine 100.000 Stunden Arbeit, die will ich auch wieder haben, Kollege. Wir bauen übrigens jetzt alle im Game Mode. Ich weiß, ich habe das Video gerade gesehen, wie du vielleicht gesehen hast. Ja, du warst bestimmt einer von denen, wo gleich mal die ganzen Dislikes reingedrückt hat. Das stimmt nicht. Ich baue nicht im Game Mode. Ja, stimmt, der Onkel nicht. Aber der wird auch noch auf den Geschmack kommen. Das kriegen wir schon. Also ich mache keine Dislikes oder so. Das kannst du knicken. Boah, dieses glaub, Gewächshaus hier ist auch echt. Ich schreibe bei meinem. Ach, guck mal, da ist ein Vogel. Ja. Piep, piep, piep. Die zwitschern auch so schön. Warum krieg ich denn die im Singleplayer-Modus nicht mit? Und du musst aufpassen, wenn du den Markus ärgerst, dann hast du ganz schnell mal eine. Eine Bienen, wie nennt man das? Scheiße, wie heißen das? Ganz viele Bienen auf einen Haufen? Du meinst einen Bienenschwarm? Scheiße, das ist mir jetzt echt nicht eingefallen. Oh Mann. Hast du mal ganz schnell einen Bienenschwarm am Hals? Warum? Warum sollte er das tun und zweitens mal, warum sollte ich ihn ärgern? Ja, das ist eine gute Frage, warum er das tun sollte. Bei der Micha hat das schon mal gemacht und ja. Die war dann innerhalb von ein paar Sekunden tot. Ich habe noch nicht mal, ich hab bis jetzt auch nur so Bienen gesehen zum Einstecken, ja, die Bienen. Nee, die rumfliegenden Bienen, die sind Killer. Die habe ich noch nicht gesehen. Ein Dorfbewohner hier im Gewächshaus. Echt? Den kenne ich auch noch nicht. Ja, der soll die Arbeit machen. Okay. Also Chris, Kerl. Du müsstest aber eben mit hinkriegen, dass ich da irgendwie rein kann, langsam mal irgendwie so. Ja. Das macht, wenn die Aufnahme hier fertig ist, kümmere ich mich drum, okay? Okay, ich weiß nicht, ob ich das Schloss jetzt hier schon alles durchgeguckt habe. Ich bin nach oben gelaufen und wieder runter und wieder hoch. Ah, jetzt habe ich es aber mit Direct Connect versucht. Und zwar habe ich da die Adresse eingegeben. Ja. Fail it to connect to the server unknown host. Verstehe ich nicht. Und Markus mit dem richtigen Namen drauf? Ey, warte mal. Ganz kurz. Hast du einen Virenscanner drauf? Ja, klar. Ja? Dann musst du Java freigeben. Das hatte ich auch schon mal. Dein Virenscanner blockt. Schalt den mal aus und versuch mal auf den Server drauf zu gehen. Bist du jetzt auch gerade durch den Gang gelaufen? Nee, ich bin gerade hier, glaube ich, vorbeigeflogen. Nee, ich mein Markus, weil der es auch gerade gehoben hat. Es hat geklungen, als jetzt gehoben. So, ich komme den Part, gucken wir noch ein bisschen rum und vielleicht können wir uns dann gleich mal noch eine Stelle suchen, wo wir uns hin verfrachten. Genau. Das war hier Marco, ne? Marco, sag ich schon, Markus. Der Klotz hier, ja. Sagtest du. Gut. Bist du wieder raufgelaufen? Ich bin jetzt hinten bei Markus, ja. Ah, das ging aber schnell. Ich war da oben, ja. Und da oben ist ein Plattenspieler und so und dann geht's noch weiter hoch und da oben ist dann so ein Balkon. Da habe ich mir angeguckt. Auf jeden Fall, also das Schloss ist schon genial, ne? Also das ist echt hübsch. Und das, was mich fasziniert, ist, dass wir trotz den grellen, komischen Farben, die eigentlich überhaupt gar nicht mir gefallen durften, das irgendwie farblich komplett übereinstimmt mit dem Blau und dem Rosa. Ja, und ja, dem die schadet nie. Gib's halt zu, dass es dir gefällt, Mann. Mach auch rosa Sachen. Du kannst es ruhig zugeben. Hab ich doch gesagt, dass es mir gefällt. So. Jetzt kann ich endlich meine richtige Stimme an den Tag legen. Oh ja, komm her. So, jetzt kann ich mich outen hier. Oh. Ich bin nämlich gar nicht euer Onkel, ich bin eure Tante. Der war geil.
Der war geil. Der geilste heute. Echt. So. Ach stimmt, der Markus kommt ja nicht auf den Server. Ich wollte der geilste ist immer noch mein Profilbild. Das ist cool hier drin. Profilbild? Mhm. Also das Teamspeak oder was? Ja, ja. Kann das sein, dass es bei mir irgendwas dann im Singleplayer-Modus nicht geladen hat? Weil ich habe noch nie rumfliegende Bienen gesehen. Nee, die fliegen... Ja, nee. Ich glaube, ja? Die gibt es auch so gar nicht. Gibt es vielleicht schon, aber da muss man erstmal wahrscheinlich die anbauen. Also der Kratz... Nee, der sprich dich aus. Ah, das sind so viele Namen Panic. Zu merken. Der Kratzonkel Wurst. Genau. Wurfenonkel. Wurfenonkel. Der Frederik hat erklärt, wie man diese Bienen benutzt. Also man muss irgendwie so einen komischen Beehive machen, muss dann da eine Biene rein. Ja, ich weiß schon. Das weiß ich. Andere Bienen ja. Und bla und ja, das weiß ich, wie es funktioniert. Ja, das ist... ja, und dann müssen ja dann Bienen danach rumfliegen, oder? Zu nee, den Blumen. Eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht. Ich gedacht, dann... oh, Entschuldigung. Ich hab gedacht, dann... Binz, oh, hier. Es regnet! Mach die Scheiße aus! Okay. So, bist du schon am Platz suchen? Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Rumgucken, genau, und warte mal irgendwo mich da irgendwo. Boah, ich hoffe, dass die Stelle, ich habe gerade eine Stelle gesehen, dass die keiner nimmt, weil da werde ich dann mein nächstes Projekt drauf bauen, aber ich verrat's nicht. Ich habe so ein Problem, dass ich immer irgendwie eine Idee brauche oder so, ich bin da wie Gronkh in den ersten Folgen, wo ich mein Minecraft angefangen habe, ich habe ewig erstmal immer wieder einen Server neu gestartet, bis ich was gefunden habe. Und pass dann auf, ich gebe dir eine Idee. Ich ewig lang rumgelaufen. Also ich habe hier gerade was gefunden, was sehr interessant aussieht, muss ich sagen. Wo aber bist du eigentlich genau? Hier. Hier, genau. Hier ist immer gut. Ich sehe dich auf der Karte nicht. Ich bin hier bei so einem... Bei so einem Baum. Bei einem so einem Felsen, den kletter ich gerade hoch. Aha, aha, aha. Und da oben ist ein Loch im Felsen. Und da habe ich irgendwie... Du warst bei Markus oder warst nicht bei Markus? Ich sehe das Schloss noch ein bisschen. Okay. Da ist das. Ich gehe mal ganz kurz... Oh. Watson? Aua. Runterfliegen und sterben. Ach, du sollst mich essen. Ich mich essen. Warum sehe ich dich nicht auf der Karte? Ich verstehe das nicht. Ich spiele wieder Singleplayer. So einfach geht das. Ich bin Stealthy. Mann, oh Mann. Hallo. So. Ja, okay, ich find Onkel nicht. Ich gehe jetzt zum Spawnpunkt und schmoll. Schmoll, schmoll, schmoll. Weil ich hätte nämlich einen coolen Platz für dich. Ich geb dir meinen coolen Platz ab, den ich gerade gesehen habe. Aber dazu muss ich dich erstmal finden. Pass mal auf, um das nachvollziehen zu können. Du warst bei der Bina im Schloss. Lass mich doch mal ganz kurz auf den Felsen und dann sage ich dir, was ich alles sehe. Auf den Berg. Okay? Ist das okay. Ein Deal? Yeah, das ist cool. Hier so irgendwie. Also ich sehe von dem Felsen aus irgendwie gar nichts mehr von euch. Warum denn das nicht? Och Mann, ich will nicht so weit weg von euch. Aber das ist schön hier. Soll ich dir vielleicht die Koordinaten geben? Ja, in welche Richtung bist du? Bist du weggelaufen vom Hochplateau oder bist du hingelaufen zum Hochplateau? Ey, pass auf, ich sehe hier unten ist wie so ein kleiner, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist von der Welt kreiert, so ein Mineingang oder sowas. Oder so eine, sind hier Schienen. Gleise sind da unten. Okay. Wo bist denn du gelandet? Ach echt? Und in der Hölle. Ach doch, auf. Warte mal hier, da sehe ich gerade was. Stimmt. Warte mal. Ja genau, da bist du. Ja. Und hier genau. Oben in dem Felsen ist ein Loch. Ah, ja. Aber ich brauche dazu definitiv... Hilfe! Hilfe! So, komm. Boah, Alter, da kommt eine ganze Armee raus. Ach, ja, aber ich kann nichts machen, ich hab kein Schwert. Warte mal, ich schubse vom Berg runter. Pass auf. So, bla. Weil ich habe selber gerade kein Schwert. Hör auf. Okay, den Mist hier muss ich auf jeden Fall ausleuchten. Nee, aber hier hätte ich schon Bock so drauf, so in den Felsen. Da würdet ihr das gar nicht sehen.
Und du bist sogar fast da, wo ich dir sagen wollte. Aber irgendwie ist mir das auch sehr gefährlich hier. Ja, für dich schon. Zeig mir doch mal, was du meintest. Eigentlich gleich hier gegenüber. Wenn du hier... Kannst du mich nicht mal irgendwie mal ganz kurz in den Game Mode, dass ich dir hinterher fliegen kann? Geht das irgendwie schnell? Ja, doch, doch. Das geht. Weil das ist jetzt gerade wirklich doof. Da. Game Mode! Au! Game Mode! Ah! Voll im Bogen, Mann. So, hier. Schau, jetzt lässt er dich in Ruhe. So, wenn du mit hier rüberkommst. Da lacht sie. So, jetzt pass auf. Hier ja, oben drauf. So wird man süchtig gemacht. Einmal Game Mode, immer Game Mode. Ah. Hier. Dieses Teilstück, weil dann hast du nämlich hier drüben, geht's komplett runter. Und dann könnte man da eine Brücke bauen. Und du würdest hier unten Binas Männer sehen. Hier würdest Männer. Du dem Markus was? Seinen Klotz sehen. Und vielleicht das Bauernhaus sieht man von hier. Klotz. Das ist das. Ach, das hier war Markus. Dann war ich vor uns bei jemand anders. Ja. Deswegen hast du mich nicht gefunden. Ah, okay. Da war das hinten alles bei Wolfenjogger. Ja, okay. Und die Folge ist übrigens rum. Ob du hier baust oder nicht, werden die Leute leider erst in der nächsten Folge sehen. Richtig. Dum, 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 dum. Ciao. Tschüss.